Oh, hallo! Warum streichen Sie denn so spät des Nachts durch diese dunklen Gänge? Ach, Sie besuchen die Hogwarts-Schule für Zauberei. Na, da haben Sie aber Glück. Sie sind ja schon hier. Haben Sie das denn nicht erkannt? An diesen magischen fliegenden Kerzen. Willkommen zu Dr. Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. Heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch und zwar eine kleine Wusch-Bastelstunde. Und was wir basteln, erklärt euch jetzt meine reizende Assistentin. Wir basteln heute die schwebenden Kerzen von Harry Potter, also von Hogwarts aus dem Speisesaal. Das ist richtig cool, A für Halloween und ich finde es halt auch für die Winterzeit voll geil. Also ich finde, Harry Potter ist nicht Halloween und nicht Weihnachten, sondern beides vereint. Und deswegen kann man es jetzt basteln und bis zum 24. Dezember hängen lassen. Oder einfach das ganze Jahr, weil schwebende Kerzen sind immer gut. Hey ho, let's go. Okay, warte. Accio, Bastelmaterial. Sie hat nur 7,99 Euro gekostet. Sie darf umfallen. Ihr braucht auf jeden Fall Pinsel, eine Schere, weiße Farbe, Heißklebepistole, weiße Blätter. Ansonsten braucht ihr halt Material für die Kerzen, also am besten vom Klopapier, dieses Innenleben oder von Küchenrollen. Wir mischen das jetzt heute, also wir machen beide Optionen, je nachdem wie groß oder lang man halt die Kerzen haben möchte. Tesafilm, durchsichtiges Band, so kleine LED-Kerzen-Teelichter. Genau, also ist auf jeden Fall ein billiges Unterfangen. Als erstes müssen wir hier oben die Ränder so ein bisschen abschneiden, damit es aussieht, als wäre das wirklich eine Kerze, die so abgebrannt ist. Liebst du mich? Ja. Was willst du? Hier so ungefähr. Wenn ihr diese Küchenpapierrolle nehmt, dann müsst ihr die halt so klein schneiden, wie ihr sie haben wollt. Und dann macht ihr hier einfach mit dem Kleber so Schlieren runter, als wenn hier Wachs runterläuft. Das sieht doch schon voll gut aus. Das sieht so geil aus einfach. Wenn der Kleber getrocknet ist, dann müsst ihr diese Fäden hier abmachen. Das sind so Fäden, die vom Kleber abgehen, wisst ihr ja, ne? So typisch Heißklebepistole. Und die müssen weg, bevor wir das anmalen. Kriegt es gar nicht alles ab? Guck mal, geht das so? Da sind zwar noch so Fäden zwischen, aber ich krieg die nicht alle ab. Das ist unmöglich. Ja, scheiß drauf. Das wollte ich hören. Als nächstes nehmt ihr euch weiße Farbe. Das hier ist so Grundierungsweiß Primer. Aber ich glaube, ihr könnt auch einfach weiße Acrylfarbe nehmen. Genau, und einen Pinsel und dann malen wir die Scheiße mal an. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich das erste Mal seit Tagen richtig Hunger verspüre. Boah, ich habe auch richtig doll Hunger. Und es bedeutet, wenn wir damit fertig sind, dieses Video gedreht zu haben, dann bin ich auf der Hangry-Skala ungefähr auf 8 oder 9. Und dann muss ich mich entscheiden, was ich essen will. Also die Farbe, die wir gekauft haben, deckt jetzt nicht so krass, wie ich dachte. Es soll halt wirklich richtig krass weiß sein. Wird sehr cool aussehen. Was? Okay, ich stelle jetzt sneaky Fragen, weil wir uns sonst überhaupt nicht mehr unterhalten werden. Ah, du Huren! Was ist dein Lieblingscharakter aus Harry Potter? Was ist dein Lieblingscharakter aus Harry Potter? Snape. Ey, ich könnte dir so ein. Nein, du könntest du nicht. Okay. Warte, ich möchte dich taufen. Maria Magdalena. Ich taufe dich auf White Trash. Ich taufe dich auf den Namen. Hau ab! Der ist jetzt weg. Nein, nimm das! Was ist denn dein Harry Potter Lieblingscharakter? Ich kann es nicht sagen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der zum Beispiel sagt, so Harry Potter wäre mein Lieblingscharakter. Nee. Und auch nicht Hermine, also von den dreien würde ich Ron wählen. Ja. Und ansonsten finde ich Snape auch sehr cool und... Und Dumbledore finde ich noch ziemlich cool. Dumbledore ist auch schon ziemlich fresh. Wann ist das endlich trocken? Trockenzeit circa 1 bis 3 Stunden. Verarsch mich nicht! Okay, Boys and Girls, wir haben das Ganze jetzt zweimal eingepinselt und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, das an dieser Stelle weiter zu basteln. Also falls ihr Bock habt, das... Ups! Da ist mir mal ein Zauberstab weggefallen. Falls ihr das nachbasteln wollt und ihr macht es wirklich zu einem Anlass, einen Tag vorher mindestens anfangen. Deswegen lassen wir das jetzt eine Nacht stehen und wir sehen uns morgen wieder, wenn der Scheiß getrocknet ist. Lumos aus, Sos. So Leute, we have the next day. Es gibt eigentlich gar nicht mehr viel zu tun. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist die Böden. Weil eine Kerze hat ja einen Boden. Und du siehst einfach nur gut aus jetzt. Du kannst gleich mit der Schere schneiden, weil ich bin eine Frau. Ich kann nicht mit
zu gefährlichen Maschinen umgehen. Das ist sexistisch. Das liegt nicht in meiner DNA. Darf man sowas nicht sagen? Echt? Kriegt man dann Ärger, wenn man sowas sagt? Kann ja nichts dafür. Ich bin halt deine Frau. Ich sag manchmal Sachen, die dumm sind. Also, wenn du möchtest, kannst du das ausschneiden. Wenn ich möchte. Wenn ich nicht möchte, dann nicht, ne? Ja, dann kannst du auch gehen. Spiel nicht mit mir. Ich hab PMS. Dann machst du einfach so. Und dann, ja, ist auch kacke. Hast du die jetzt da wieder runtergenommen? Ich hatte die doch schon zugeordnet, zwei. Nix hattest du, die standen alle wild und kreuz und quer da rum. Ich finde, du bist halt ganz schön zickig. Ich passe mich nur an. Ist jetzt auch nicht so rund, ne? Nicht so rund, ne? Ist ja nicht schlimm, wenn das von unten so ein bisschen gewölbt ist oder sowas, weil Kerzen sind ja nie 100% gerade von unten. Ja. Ich habe das wohl im Augenblick gesehen. Da. Astrein? Nein! Oh, du verstehst doch gar nicht, wie das aussehen muss. Ihr nehmt die Heißklebepistole und macht einen Kleberand hier um die Klopapierrolle. Du hast jetzt schon erkannt, dass ich die bessere Lösung gefunden habe, ne? Ja, du bist so smart. Ich finde es gut, dass wir heute weiter drehen, weil ich heute wesentlich lösungsorientierter bin als gestern. Soll ich das machen? Na, wieso? Weil ich eine Frau bin oder was? Nee, aber weil ich schon dreimal fertig bin. Okay, Kevin ist viel, viel emanzipierter als ich es bin. Letztens waren wir am Bahnhof. Ich hatte einen schweren Koffer und er hat aber auch einen Koffer und er hat aber beide getragen. Und dann habe ich gesagt, das musst du nicht machen. Ich weiß, dass du das machst, weil ich eine Frau bin und weil ich krank bin. Und dann hat er sich umgedreht und hat gesagt, nein, ich mache das, weil du krank bist. Okay, I'm sorry, dass ich das Geschlecht, dem du nicht zugehörst, definitiv irgendwie Unrecht getan habe. Also eigentlich mache ich es grundsätzlich sowieso, weil ich nett zu dir bin, weil ich dich liebe. Aber mal davon abgesehen, dass ich dich liebe und dass ich nett zu dir bin, würde ich es machen, weil du krank bist. Und also. Du bist so süß. Okay, dann könnt ihr hier drumherum schneiden. Ist ja auch scheißegal, wie ihr das macht. Wichtig ist einfach nur, dass eure Kerze am Ende einen Boden hat. Und ihr müsst da halt irgendwie Papier oder Pappe draufkleben. Und ich denke, dass ihr das besser hinbekommt, als wir das hier hinbekommen. Okay. Du kannst meinetwegen das jetzt schon mit dem Nadel. Ich weiß nicht, was ich da tun muss. Ah, okay, dann mache ich das gleich. Erklär's mir doch gerade. Ich weiß aber genau, wie das geht. Ich muss Löcher reinmachen, ne? Ja, aber an der perfekten Stelle. Wenn du es schon so formulierst, dann kann ich es nur falsch machen. Natürlich formuliere ich das so. Ich bin ein perfektionistischer Kontrollfreak. Aber du kannst das ausschneiden. Okay, also jetzt, okay, wow. Eins nach dem anderen. Jetzt kommen diese coolen elektronischen Teelichter ins Spiel. So, und zwar nehmt ihr die jetzt in die Hand und haltet die halt in diese Klopapierrolle rein, also da, wo sie oben sein sollen. Und es kommt drauf an, wie tief ihr sie haben wollt. Ich finde es eigentlich ganz cool. Was sagst du, wenn das so aussieht, als wäre das innen drin so ein bisschen runtergebrannt und man das Silberne nimmt? Also so? Silberne. So, ne? Ja, so ungefähr. Das sieht auch so aus wie so eine mystische, magische Kerze. Okay, und dann müsst ihr das markieren auf der einen Seite und auf der... Und ihr solltet den Punkt an einer Stelle machen, wo kein Heißkleber ist, weil man da schlecht durchstechen kann. Und dann nehmt ihr einen Nagel und stecht da durch. Boom! Zeig mal her, das Loch. Hättest du nicht gedacht, ne, dass ich das so gut hinkriege da. Kriegst du es hin? Ja. Sicher? Ja. Das ist aber auch nicht gegenüber, das nebenan. Ja, das geht jetzt halt nicht anders. Also macht ihr vier Löcher in eure Kerze und macht jeweils zwei Stränge. Dieses durchsichtige Band durch ein Loch. Und dann ziehe ich es innen drin auf der anderen Seite auch nochmal durch das Loch. Ihr seid ja nicht zurückgeblieben, ihr werdet das wohl hinbekommen. Und dann haben wir schon mal die erste Schicht. Seht ihr, wie es schwebt? Es ist jetzt schon magisch. Dann nehmt ihr wieder das Band und macht das quasi mit den anderen beiden Löchern, die im 90-Grad-Winkel zu den vorherigen liegen, auch nochmal. Es tut mir jetzt leid, dass ich euch das gerade nicht von Namen zeigen kann, aber das sind ja jetzt nicht so super schwierige Sachen. Und es gibt auch ehrlich gesagt 1,5 Milliarden Tutorials im Internet für diese Kerzen. Also, das ist so cool! Oh mein Gott! Geht schon, ne? Was man aber noch machen kann, ist... Ihr könnt auch hier ein bisschen Kleber finden. Das war gar nicht so. Kannst du das einmal halten? Das ist ein bisschen angesabbert. Wenn ihr hier dann noch hier so ein Tesafilm-Ding reinmacht, dann liegt die Kerze ein bisschen besser auf. Also ich mache einmal vor hier. So. Ja, es sieht so schön aus. Bewegt das mal nicht so viel, das ist die ganze Zeit unscharf. Ja, sei mal nicht so. Dann ist sie fertig. Tada! Ja, und das war's schon. Und dann könnt ihr das unter die Decke hängen. Ich würde sagen, wir beide machen jetzt einfach mal ohne Kamera den Rest fertig. Und dann hängen wir das auf und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Sie. Ja? Sie, vale. Thank you.
Leute, das war's von unserer Seite. Wir bedanken uns sehr, sehr, sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt, weil ihr süß und klein seid. Mehr gibt's nicht zu sagen. Gebt mir gerne, gerne Feedback, A, wie ihr dieses Bastelformat findet, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe noch so viele coole Ideen. B, welches Hogwarts-Haus ihr habt und welchen Patronus ihr habt. Ich kann auch Potter mal unten in der Infobox mal verlinken, falls ihr das nicht wisst und das herausfinden wollt, diesen Test. Und C, seid ihr süß und klein. Okay, gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.